Hallo, zwei Tricks vom Dudelsack, die ich auf ein direkt geblasenes Instrument, wie zum Beispiel diese Klarinette, geht aber auch Flöte oder Oboe, übertragen möchte. Einmal das sogenannte Kieksen, Grace Notes, und zum zweiten die sogenannte Reperkussion. Ich spiele mal eine Melodie. Sehr kurz, aber jetzt möchte ich zeigen, wie man die Pause zwischen diesen ersten Noten mit einem Ton füllt. Diesen Füllton nennt man auch Reperkussion. Das klingt so. Ja, und jetzt kommt ein zweiter Trick vom Dudelsack dazu. Den Kiekser macht man mit einem oberen Finger, in meinem Fall mit dem Zeigefinger. Und bevor der Ton kommt, hebe ich ganz kurz den Zeigefinger. Das klingt dann so. Ja, gesungen wäre das ja, ja, ja. Und jetzt mache ich Kieksen und Reperkussion zusammen. Das klingt dann so. Zwei Tricks, um eine Melodie etwas interessanter zu gestalten. Jetzt spiele ich mal das ganze Stück mit verschiedenen Dudelsackverzierungen. Ja, man kann noch viel mehr natürlich machen, aber mit diesen zwei Methoden, Kieksen oder Grace Note plus Reperkussion, kann man schon ganz schön viel machen. Tschüss!